Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Im Bericht der Landesregierung über europapolitische Themen des zweiten Quartals spielt eines der für Baden-Württemberg bedeutendsten europapolitischen Ereignisse des besagten zweiten Quartals nur eine absolut untergeordnete Rolle. Ich rede vom Scheitern des institutionellen Rahmenabkommens zwischen der EU und der Schweiz am 26. Mai. Dieses Ereignis ist der Landesregierung nicht einmal eine Unterüberschrift wert, und ich habe es bisher hier auch noch nicht im Plenum gehört. Die Landesregierung hätte seither knapp 2 Monate Zeit gehabt, die politischen, juristischen und ökonomischen Folgen des gescheiterten Rahmenvertrags zu eruieren. Denn dessen Priorität erkennen Sie im Koalitionsvertrag durchaus an. Doch im Bericht steht lediglich: Aktuell läuft die Erhebung der möglichen Folgen des Scheiterns des Rahmenabkommens für Baden-Württemberg. Eine interessante Information gibt der Bericht uns dann aber doch noch. Dort steht der Hinweis, dass Ministerpräsident Kretschmann am 19. Mai, also eine Woche vor dem Scheitern des Rahmenabkommens, der neuen Zürcher Zeitung NZZ ein Interview zu diesem Thema gegeben hat. Ich gestehe durchaus zu, dass Herr Kretschmann in diesem Interview viele richtige Dinge gesagt hat. Dass das Rahmenabkommen für die wirtschaftlichen Beziehungen wichtig ist, dass von diesen Beziehungen beide Seiten profitieren, sowohl was den Handel mit Waren und Dienstleistungen angeht, als auch die Beschäftigungsverhältnisse von Arbeitnehmern. Die Schweiz ist einer der größten Handelspartner Baden-Württembergs. Ich betone das nochmals, weil die Kollegen von der AfD das wohl eher vielleicht als Herkunftsort illegaler Parteispenden bekannt sein kann. Es ist wichtig, Herr Ministerpräsident, der leider wieder einmal bei dieser Debatte fehlt, obwohl er Vorsitzender des Europaausschusses ist, dass Sie genau darauf hinweisen. Denn gerade in Ihrer Partei wird nur allzu häufig ein einfacher Grundsatz vergessen. Ein freier Austausch in einer Marktwirtschaft findet im Regelfall genau dann statt, wenn sich beide Seiten davon einen Vorteil erhoffen. Das unterscheidet ihn von staatlichen Maßnahmen, die üblicherweise Zwang und Herrschaft enthalten. Genau durch diese Abwesenheit von Zwang und Herrschaft ist es ja dann eben auch im Regelfall nichts Anrüchiges, sondern im Gegenteil etwas Gutes, wenn jemand in einem großen Umfang solche freiwilligen Tauschaktionen durchführt, weil davon eben nicht nur er, sondern auch sein Tauschpartner profitiert. Genau das sollte man bei allen Diskussionen über Vermögenssteuer, Vermögensabgabe oder Spitzensteuersatz auch immer bedenken. Nun ist es möglicherweise der Fluch der guten Tat an der Stelle, dass dieses Interview natürlich sofort die Aufmerksamkeit auf eine Frage lenkt, nämlich was Herr Kretschmann, Herr Strobel, Frau Hofmeister Kraut oder auch Herr Wolf eigentlich in den 2,5 Jahren davor gemacht haben, in denen das Rahmenabkommen in der Schwebe hing. Denn eine Aktion in der Torschlusspanik eine Woche, bevor die Verhandlungen scheitern, ist dann doch ein bisschen dünn. Wie sagt man so schön? Einmal ist keinmal. Wo waren denn die ganzseitigen Anzeigen im Blick, die den Schweizer Arbeitnehmern die Angst vor dem angeblichen Lohndumping nehmen? Die intellektuell scharfsinnigen Gastbeiträge in der NZZ, die erklären, dass das Rahmenabkommen durch mehr Mitbestimmung einen Gewinn an Souveränität für die Schweiz darstellt und kein Verlust. Was haben die grüne-schwarzen Landesregierungen unternommen, um die Stimmung in der Schweizer Bevölkerung zu drehen? Und auf Seiten der EU? Hat denn Herr Strobel als Bundesvize der CDU seiner Parteifreundin, der Kommissionspräsidentin von der Leyen, wirklich deutlich gemacht, wie wichtig dieses Abkommen für uns Baden-Württemberger ist? Dass alles unternommen werden muss, damit es auf keinen Fall scheitert und ein Scheitern negative Auswirkungen auf die Unterstützung Frau von der Leyen bei der Wiedernominierung als deutsche EU-Kommissarin hätte? Nichts davon war zu vernehmen. Sie hätten alles in Ihrer Macht Stehende tun müssen, um das Rahmenabkommen zum Erfolg zu bringen. Stattdessen haben Sie ganz offensichtlich geschlafen, bis es zu spät war. Meine Damen und Herren, ich sage es in aller Deutlichkeit. Nichts tun ist Machtmissbrauch. Das Scheitern des Rahmenabkommens ist ein Scheitern der grün-schwarzen Regierung Kretschmanns. Eine derart sträfliche Vernachlässigung der Interessen der baden-württembergischen Verbraucher, Unternehmer und Arbeitnehmer hätte es mit einem Wirtschaftsminister der Freien Demokraten nicht gegeben. Machen Sie es zukünftig besser, es wäre in unser aller Interesse.